Noch ein Level. Stop at Go Station. Ich habe das Disco-Fieber. Up, up, go. Stop. Hammer Time. Ach so. Ich verstehe. K. Wie? Nein, das ist nicht Reifi. Mein Gott, was ist denn mit diesen Disco-Fever-Gremlins los? The Club can't even handle them right. Oh, das war gar kein Verkaufen, das war ein Disco-Gremlin. Das ist ein Abgrund, Dero. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es sind mystische Orte, die mich sehr stark anziehen. Wo Einhörner fließen und Yoshis bluten. Ich wollte gerade anfangen zu tanzen und du? No Disco Time. Ist fast wie Schloss Bowser. Diese Spiele sind halt alt, Nintendo war halt damals im Disco-Fieber. Ach, diese 90er. Ups. War ja, Dero, ich... du musst dich bewegen. Vielleicht nochmal zurück oder das Fass anhauen. Und dann ein bisschen flotter dadurch. Ich wusste es. Dero, ach ja, rennen. Du musst rennen. Vergesst das bei diesem Spiel sogar. No. In diesem Level kannst du es nicht mehr vergessen, sonst musst du nicht weiterkommen. Was willst du aus deinem Leben machen, wenn du nicht lernst? Ja, doch lernst zu rennen. Mein eigener Satz verwirrte mich gerade mittendrin. Nachdem hier mal wieder Leben holen. Ja, hatte ich sowieso vor. Diesmal dann aber doch lieber offscreen, oder? Ich weiß nicht. Wenn das die Aufnahmen nicht negativ beeinflusst? Wird es die Aufnahmen negativ beeinflussen? Ja, ich muss... So, und jetzt renn einfach. Rennen, als ginge es um Reifis Leben. Dann cutte ich hier mal kurz. Jo, das werden wir wohl tun. Bis gleich. Gleich, liebe Leute, mit Leben in unserer Tasche. Läuft. Hallo und willkommen zurück bei Stop and Go Station, ihren Fastfood-Laden in ihrer Nähe. Mit Disco Kackhaufen und Dero. Wo ist der Unterschied? Tja, das wüsste ich auch gerne. Die haben Hosen an. Nein, haben sie nicht. Das siehst du bloß nicht. Ich erinnere mich noch sehr stark an dieses Level aus meiner Kindheit. Ja, daran erinnere ich mich auch, komischerweise. Bloß der Name hat mir am Anfang gar nichts gesagt. Das hat eher nach Lore geklungen. Aber alles klingt für mich nach Lore. Oh, Schatz, wollen wir eine romantische Nacht miteinander verleben? Was, Lore? Ist er gerade hoch und runter gehüpft? Du benimmst dich ja wie eine Lore. Wie eine dreckige Lore. Tut mir leid. Wie eine billige Hafenlore. Wie? Was? Warum ist das Level so bösartig? Es gibt bestimmt irgendein Mittel und Weg, wie man da rankommt. Ich glaube nämlich, man kann irgendwie Affen schmeißen. Auf jeden Fall kann man das, glaube ich, in Teil 2. Aber wir werden es nicht rausfinden, denn wir wollen speichern. Das ist alles, was wir wollen in unserem Leben. Lebensglück, finanzielle Absicherung, ist doch alles egal, solange man speichern kann. Wäre wirklich egal, solange man speichern kann. Ja. Du wirst grässlich sterben. Was habe ich gesagt? Bin ich gerade durch den Boden? Dieser Plattform? Warum kann sich Donkey Kong nicht einfach mal dran festhalten? So, was weiß ich? Prince of Persia-like. Prince of Banana. Bananas Creed. Hier weitere Spiele aufzählen, bei denen man sich an Abhängen festhalten kann.
Hallo, oh, Vero, hast du mich vermisst? Ich war in Orten. Ich hab Yoshis gesehen. Das O und du. Als Hüpfepuppe. Der hat Probleme. Wow, wow. Nein! Warum hast du Angst? Spring einfach drüber oder drauf. Hol mich aus diesem Fass. Reifi. Willst du vielleicht wieder? Nein. Was? Was? You should hurry. I should hurry. You, baby, don't hurry. Don't hurry. Reifi. Los, Reifi. Los. Wow. Tero. Kre. Möchtest du, dass ich die Stelle mache? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Wozu ist Reifi hier? Achso, da oben ranzukommen. Ja, ist ja klar. Moment, erstmal. Okay. Sterben. Bei dir verweigert er einfach den Dienst. So, jetzt quick. Ich bin geknebelt. Oh. That's fair. Das war ein bisschen sehr spät, findest du nicht? So komplett zu spät. So die Plattform ist genau auf der anderen Seite zu spät. So, was hast du dir dabei gedacht, zu spät? So, oh mein Gott, Dero. Geh mal scheißen, zu spät. Hey, Dero. Hallo. Das ist zu spät. Just saying. No offense. Okay, TTYL, exo, exo, exo. Jetzt hab ich's verkackt. Ach. Warum? Oder halt so, mein Gott, dann mach's halt einfach. Boah. Ich will nicht. Die sehen irgendwie alle so liebenswürdig aus. Mensch! Lauf, 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 lauf! Wie soll man das... Mit dem Reifen. Mit Reifi! Dann viel Spaß. Ich komme ja noch nie bis an die schwierigen Stellen, weil ich immer hier sterbe. Weil die Stelle ja so schwierig ist. Ja. Schon extrem hart, dieses Krokodil zu töten. Das war dein Geräusch, das mich abgeleckt hat. Ich hab gehört, gedacht, da wäre irgendwo eine Eule oder so. Du weißt doch, wie ich auf Eulen reagiere. Was so schlimm wie auf Reifen. Hallo. Hallo, na, wo warst du? Ich weiß nicht. Okay. Irgendein alter weißer Zauberer hat mir erzählt, ich darf niemand von dem etwas erzählt, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und dann war da dieser Typ mit der Narbe und einer extrem lächerlichen Brille. Und dieser Affe, der die ganze Zeit diese Stelle schafft. Wir müssen gleich wieder Leben holen. Ja. Zum Glück ist dieses Level so witzig.
Erstmal hätte ich gern dich getötet. Ich verstehe. Bis gleich. Bis gleich. Läuft wieder. Hey, na? Auch noch da? Wir auch. Und wir sind ja sowas von nicht bereit auf das, was kommen wird. Vor allem auf dieses Ende. Oh ja. Dieser Highway to Hell. Aber Reifi ist da. Und Reifi macht alles gleich viel angenehmer. Vielleicht sind es die toxischen Gase in dieser Mine, ich weiß es nicht. Goshi, hol mich. Achso, ja, stimmt, du bist ja da hinten. Und diese Aussage war sehr pervers. Oder du bist das. Vielleicht bin ich auch die Aussage. Plot Twist. Und dein Vater. Und dein Briefträger. Und tot. Oh ja. Ich will nicht. Okay. Das nächste Mal sag bitte vorher Bescheid. Hab ich doch. Ein bisschen früher. Okay. Töte ihn. Den Reifen? Auch. Wie kannst du da sowas von mir verlangen? Du Monster! Goshi, du bist ein ausgewachsener Gorilla. Warum hast du vor einem Krokodilbaby Angst? Oh, das ist ja schon das Ende. Ja. Also bitte, die Robo waren ein Problem. Dazu sage ich nur Nuk. Ja. Hallo, Kenny Kong, das ist mein Safe Boy. Bitte verstehst, was ich meine. Hüpf doch einfach mal in mein Fass und schau, was passiert. Vielleicht perverse Dinge. Vielleicht kriegen wir Fasseritis. Oder vielleicht werden wir nie wieder aus diesem Fass herauskommen und sie verschifft uns in irgendein Zoo in Mittelost, West, Nord und Südeuropa. Das wissen wir nicht und wir wollen es auch jetzt nicht mehr erfahren, denn wir sind fertig. Mhm. Einfach nur fertig. Wenn ihr mehr von diesem LP sehen wollt, spendet doch bitte an die Stiftung Therapie für Koshi und Dero. Dann sind wir auf jeden Fall wieder schneller auf den Beinen und werden für euch dieses Spiel weiterspielen und hoffentlich nie wieder in unserem Leben Lore fahren. Und wie es mit Reifi weitergeht, das erfahrt ihr dann auch. Und ach, ganz viele tolle Sachen werden passieren, wenn wir unsere Therapie erfolgreich abgeschlossen haben. Bis dahin. Wenn wir endlich mal Hosen tragen. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Denn du weißt, Hosen sind nur ein Mythos. Jedenfalls wünsche ich euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg in eurem affigen Dasein und zieht vielleicht ein paar Hosen an, wenn ihr das nächste Mal eure Bananen von bösen Gremlins wiederholen wollt. Das und achtet auf eure Reifen. Helfen, ja. Und haltet eure Reifen immer nah bei euch, behaltet sie im Auge, lasst sie nicht los, denn Reifen sind flüchtig, so wie der Morgentau und Deros Frau. Was? Ist egal, wir beenden hier den Part, das Let's Play und unsere Leben und wünschen euch bis dahin. Wünschen euch viele Speicherpunkte. Bis dahin. Macht's gut. Reifi. Es war wunderschön.